Was wissen wir eigentlich über Apples neue VR-Brille? Schafft es Apple mit seiner neuen Brille an die Erfolge seines iPods, iPhones und iPads anzuknüpfen? Oder wird die Brille ein Flop? Wie die neue Brille von Apple heißt, wissen wir schon. Darf ich vorstellen, das ist die Reality Pro. Und auch der Name des neuen Betriebssystems ist mittlerweile schon bekannt. XROS. Was wissen wir darüber und was kann die neue Brille? Genau das werden wir uns in diesem Video genauer anschauen. Ich kann euch sagen, Apples neue Reality Pro wird die Art und Weise, wie wir arbeiten, komplett verändern. Apple hat ja schon angekündigt, dass iPhone perspektivisch durch Brillen wie diese hier zu ersetzen. Erstmal blitzartige Grüße an der Stelle. Wenn ihr weitere Reviews und Leaks nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und vergesst auch nicht, die Benachrichtigung zu aktivieren. Am wahrscheinlichsten ist die Ankündigung von Apples neuer VR-Brille auf seinem Spring-Event oder im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz WWDC im Juni. Mehrere Gerüchte deuten darauf hin, dass die Brille spätestens im November auf den Markt kommen soll. Zudem arbeitet Apple gerade an einer günstigeren Variante, die etwa dem Preis eines iPhones entsprechen soll. Diese Brille soll nächstes Jahr auf den Markt kommen, aber deutlich weniger Funktionen haben. Was kann Apples neue Reality Pro und Apples neues XROS? Starten wir direkt rein. Kommen wir zu den Use Cases. Apples neue Reality Pro wird die Art und Weise, wie wir arbeiten, komplett verändern. Sie wird unsere bestehende Welt durch die digitale erweitern und uns in digitale Welten eintauchen lassen. Das Betriebssystem für Apples neue Brille XROS soll dabei sehr stark an iOS und macOS orientiert sein. Zuletzt gab es hier Gerüchte über einige Software-Probleme. Apple hat wohl einige seiner Entwickler von iOS abgezogen, um XOR planmäßig Ende des Jahres an den Start bringen zu können. Auch können wir Apples neue Brille als Erweiterung für unseren Mac und als weiteren Monitor sowie im Zusammenspiel mit unserem iPhone und iPad nutzen. Eingaben können wir dabei direkt über unsere Maus und Tastatur unseres Macs, unser iPhone oder direkt über Siri machen. Auch wenn wir die Brille nicht zusammen mit unserem MacBook, iPhone oder iPad nutzen wollen, funktioniert die Brille auch als Standalone-Gerät. Ein Controller zur Navigation brauchen wir bei Apples neue Reality Pro nicht. Dafür sorgen die 15 in der Brille verbauten Kameras. Eine der Kameras trackt die Umgebung, 6 der Kameras tracken unsere Augen und weitere Funktionen und 8 sind unter anderem für die Gestensteuerung und das Tracking unserer Hände verantwortlich. Auch ein Iris-Tracking ist im Gespräch, um über die Brille auch Käufe tätigen zu können. Am Anfang dürften auf der Brille allerdings nur wenige Apps verfügbar sein und die Brille dürfte genau das gleiche Problem haben wie das erste iPhone. Wir sollten also eher nur davon ausgehen, dass Apples eigene Programme und Apps im ersten Moment auf der Brille optimiert sein dürften. Ein erster Preis für Apples Reality Pro ist auch schon bekannt. Rund $3000 soll die Brille kosten. Auch arbeitet Apple hier schon an einer deutlich günstigen Variante, die etwa dem Preis eines iPhones entsprechen soll. Apple dürfte den Plan haben, mit der Brille perspektivisch seine MacBooks zu ersetzen. Genügend Leistung hat Apples Reality Pro auf jeden Fall. Kommen wir zum Design. Das Design der Reality Pro soll sehr stark an dem der AirPod Max orientiert sein. Wir können also mit einem Aluminiumgehäuse und diesem Netzgewebe hier rechnen, das zum Einsatz kommen dürfte. Auch soll die Brille eine Digital Crown erhalten, wo wir einfach zwischen dem AR und dem VR-Modus wechseln können. Kommen wir zu den Specs. Die Brille hat einiges an Power unter der Haube. Einer der Gründe dürfte wohl sein, dass die Brille auch als Standalone funktioniert, also ohne direkte Verbindung zu unserem Mac oder weiteren Geräten. Für die richtige Performance soll eine Variante des M2-Chips sorgen. Einer der Bottleneck von Apples Reality Pro dürfte die Stromversorgung werden. Der Akku soll nicht direkt in der Brille verbaut sein, sondern wir sollen ein externes Akku-Pack erhalten, was wir in unserer Tasche oder am Gürtel tragen. Ähnlich wie bei dieser Brille hier. Auch soll der Akku gerade mal 2 Stunden halten, was wohl eine der größten Schwachstellen der Brille sein dürfte. Genau aus diesem Grund soll Apple auch sein Apple Glass bis aufs Weitere eingestellt haben. Auch sollen in der Brille 2 8K OLED-Displays verbaut sein. Ob Apple hier seine eigenentwickelten Displays zum Einsatz bringt, bleibt abzuwarten. Die 15 in der Brille verbauten Kameras sorgen unter anderem dafür, dass die Brille unsere Umgebung, unsere Hände und unsere Augen direkt im Blick hat. Die eingebauten Lautsprecher sollen eher schwach sein, allerdings ist bekannt, dass die Brille sich mit Apples H2-Chip direkt verbinden lassen soll. Der H2-Chip kommt sowohl in den AirPods Pro als auch in den neuen AirPods Max 2 zum Einsatz. Deswegen dürfte Apple die neuen AirPods Max 2 vor oder gleichzeitig mit der Brille ankündigen. Wie laut die eingebaute Kühlung in der Brille wird, wissen wir aktuell noch nicht. Bei der Performance dürfte das auf jeden Fall notwendig sein und ist auch schon bekannt. Kommen wir zu weiteren Konzepten, mit denen Apple plant, das Erlebnis der Brille noch besser zu gestalten. Am spannendsten ist hier Apples neuer Pencil mit eingebauter Kamera, mit dem sich Objekte und Farben aus der echten in die digitale Welt übertragen.
tragen lassen sollen. Der Pencil ist also nicht nur für das iPad, sondern auch für Apples neue Reality Pro ausgelegt. Kommen wir zum Fazit. Es kommt also einiges an Hightech in Apples neuer Reality Pro zum Einsatz, auch wenn der Preis erst einmal abschreckend wirkt. Hat die Brille genau das gleiche Problem und die gleichen Herausforderungen wie das erste iPhone? Es wird einiges an Zeit dauern, bis genügend Apps und Use Cases für die Brille vorhanden sind und der Preis sich auf ein Niveau für die breite Masse einpendelt. Daran arbeitet Apple ja schon und plant ja hier eine günstige Brille im nächsten Jahr auf den Markt zu bringen, die zumindest das Preisproblem lösen soll. Einer der Hauptprobleme dürfte die gerade einmal zweistündige Akkulaufzeit und die geringen Use Cases sein. Wir können nur damit rechnen, dass Apple seine eigenen Apps erstmal auf die Brille bringt. Also ein sehr teurer 8K-Fernseher oder zweiter Bildschirm für euren Mac muss man sich sehr gut überlegen. Dennoch bringt Apple hier das erste mutige Produkt seit Jahren mal wieder auf den Markt, mit dem Apple plant, unsere Macs und iPhones zu ersetzen. Liked und folgt mir für weitere Leaks und Reviews. Blitz aus!